und herzlich willkommen hier zurück zum Train Simulator 2014. Mein Name ist Garderol und wir wollen uns ein bisschen noch hier mit der Horseshow-Strecke auseinandersetzen. Alles scheint hier soweit in Ordnung zu sein. Es ist ein ruhiger Abend. Wir sind hier fast alleine auf dem Schienenfriedhof, wollte ich gerade sagen, auf dem Gleisvorfeldgerät. Und ja, aus irgendeinem Grunde stockert das so ein bisschen. Ich habe jetzt schon einmal die Grafik Einstellung nochmal reduziert, aber es scheint wirklich so zu sein, dass die oder Teile der alten Inhalte mit den neuen nicht so gut zusammen funktionieren. Und wir sehen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ein Feuer. Es brennt lichterloh. Und jetzt haben wir einen Notfall. Also, alle bisherigen Befehle, die wir hatten, sind annulliert. Wir müssen jetzt sofort hier helfen. Wir müssen das Gleisbett räumen von allen möglichen Waggons, nehme ich an, die hier in der Nähe stehen, wo was passieren kann. Möglicherweise ist auch das Feuer hier, was die Leistung so runterzieht. Keine Ahnung. Ich finde das auf jeden Fall schade, dass von einer Map zur nächsten dann plötzlich wieder so ein Qualitätsunterschied ist. Und vor allen Dingen bei Download-Content, für den man nochmal extra bezahlt hat. Also, wir können das Speed-Limit bis zu... You may exceed Yard-Speed-Limits up to 40 mph. Also wir können bis zu 40 Meilen pro Stunde fahren. Wir müssen uns da nicht dran halten. Und das erste Ziel ist hier... wahrscheinlich dann diesen Zug hier anzuhängen. Das ist jetzt nicht so schön anzuschauen. Ich hoffe, dass die Tonspur jetzt durch dieses ganze Ruckeln und Stockern nicht asynchron wird. Also, ist mal... ja, fehlen mir manchmal die Worte. Warum das... das ist so ein geiles Spiel und dann manchmal also wirklich in, schon in Basissachen dann nicht richtig funktioniert. Wo ist denn jetzt mein HUD hin? Hä? Wo ist mein HUD? Ah, minimal. Voll. So, fortfahren. So, und wir sollen jetzt als erstes erstmal den Bremsendruck aufbauen hier. Wir sollen jetzt als erstes da vorne den Zug abholen. Da schauen wir mal gerade eben rein hier. Boah, das geht ja gar nicht. Ich könnte mir echt vorstellen, dass das wirklich an dem Feuer liegt. Na gut, also hier sind wir noch in Safe Distance. Und wir werden jetzt einfach mal dann nach Logbuch fahren. Also wir werden, das wird ja dann hier angezeigt. Also hier zum Beispiel, ne, das Zeichen für, wir müssen hier ankuppeln. Und so, was ist mit unserem Druckaufbau hier? Moment, das machen wir anders. Aus. Das machen wir, so machen wir das. Wir haben es ja schließlich eilig. So, der bringt sie auch schon in Sicherheit. Hat er nicht eben noch gesagt, wir sind die Einzigen hier? Hm. So. Dann wollen wir mal. Und ja, er hat auch eben gesagt, wir sollen natürlich uns beeilen. Wir sollen natürlich auch nicht andere Leute in Gefahr bringen hier. Ich werde es versuchen. Aber wenn das so stockert... da muss ich echt überlegen, wenn ich so für alte Strecken das mache, ob ich da nicht dann die Grafik komplett runterstelle. Ah, das finde ich echt schade. Also an meinem PC liegt es definitiv nicht. Ich guck mal eben in meine Auslastung vom PC. Sekunde. So. CPU-Clock-Auslastung 8%. Also da liegt es nicht dran. 2,9 GB freien Arbeitsspeicher in der Grafikkarte. Und CPU-Auslastung ist auf 5 Kernen bei 30% oder so. Das ist nichts, ne? Also ich habe hier einen neuen PC. Da könnt ihr mal in die faq.mmoinfos.de reinschauen. Da seht ihr, was das ist. Das ist also ein Intel i7 4930 auf 4.4 übertaktet. Mit 32 GB RAM. Einem Asus Sabertooth und ja, vom Feinsten eigentlich. Hauptsächlich zum Rendern. Also meine Renderzeit hat sich reduziert von 50 Minuten bis 1 Stunde 20, so um den Dreh, runter auf 35 bis 40 Minuten. Das ist natürlich schon mal was. So, jetzt sind wir hier viel zu schnell, weil ich das halt nicht abschätzen kann, weil das hier nur stockert, die Scheiße. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt in die Wagen reinrauschen, weil einfach... das Spiel vollkommen irresponsiv ist. Ja, das geht nicht, ne? Also, so kann ich nicht... ich kann so nicht arbeiten.
Ich kann doch nichts machen jetzt. Geht nicht. Also unspielbar quasi. Ja, aber ich finde, es gehört auch dazu, dass ich sowas zeige. Tja. An der Aufnahme selbst kann es nicht liegen. Deswegen werden wir das jetzt testen. Wir werden jetzt einfach eine andere Strecke nehmen. Also ihr seht jetzt, dass ich wollte, ich zeige euch ja immer, was ich mit euch spielen will. Also hier, Horschau-Kurve scheint so zu sein, als wenn wir dann ein Problem bekommen. Aber ihr wolltet ja... sehen, wie ich mal mit anderen Zügen fahre und auch nochmal Fracht transportiere. Deswegen würde ich sagen, wir machen das hier. Das ist jetzt eine neue Strecke aus dem neuen Pack. Und ich behaupte mal, beziehungsweise, ja doch, das war neu. Ich behaupte mal, dann ist das besser. So, das heißt, wir fahren jetzt eine Diesel-Lock-Duties. Wir fahren jetzt also Güter, das habt ihr euch gewünscht. Und dann löse ich danach irgendwann in Zukunft mein Versprechen ein und fahre mit euch nochmal ICE3. Da haben wir ja zur Auswahl München-Augsburg und Köln-Düsseldorf. Köln-Düsseldorf bin ich, glaube ich, damals schon mal gefahren mit dem 2.13er-Version. Und da wird es also nicht viel getan haben. Was ich auch gucken könnte, ist, ob es bei Steam für ICE3 noch neue Strecken gibt, die jetzt mit dem 2.14 auch auf jeden Fall kompatibel sind. Und ja, was soll ich sagen? Also ich finde das, wenn man überlegt, wenn es jetzt Leute gibt, die wirklich ganz, ganz, ganz viel DLC gekauft haben, ja, dann stehen die jetzt da, haben ein Update gemacht und das Spiel läuft nicht. Also das kann nicht sein. Ich werde auch gleich nochmal den PC neu starten, gucken, ob es vielleicht daran liegt, aber wie gesagt, meine CPU-Auslastung ist nix. Und was haben wir noch? GPU-Auslastung ist auch nix. Werde auch vielleicht nochmal neue Nvidia-Treiber installieren. Eigentlich habe ich immer die neuesten Beta-Treiber drauf, aber daran kann es eigentlich auch nicht liegen, ne? Und das ist einfach, ja, finde ich schade, weil es ist so ein cooles Spiel. Und aber die technischen Mängel teilweise dann doch wieder eklatant. Und für, ich will nicht wissen, wie viel Geld die daran verdient haben, an ihren DLCs und Co., müsste es eigentlich besser funktionieren. Und wenn jetzt hier das jetzt flüssiger läuft, dann liegt es wirklich daran, dass teilweise alte Strecken nicht vernünftig konvertiert werden können. So, heute Abend sollen wir ein paar leere Wagen vom Hansahafen holen. Wir machen mal sofort hier das Ding gleich an. Also, wir müssen zweimal auch in eine andere Richtung fahren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, das ist ja was ihr immer haben wollt, ne? Dass ich ja so ein bisschen auch gefordert bin. Und stockert schon wieder. Das ist aber nicht schön hier. Tja, keine Ahnung. Ich werde dann gleich mal eben einmal neu starten. Das hat keinen Sinn hier so, glaube ich. Oder? Rothenburgsort 101. So, wo ist denn das? Das ist natürlich wieder die andere Richtung, ne? Ja. Hier seht ihr, das hat keinen Wert. Also, ich werde jetzt einmal den PC neu starten und dann sehen wir uns an dieser Stelle wieder. Bis gleich. Macht's gut. Tschüss. Ich wollte das nicht mehr immer sagen, ne? Was ist da hinten? Disco in den Häusern? Oh, da geht eine Party ab. Die feiern alle. Hallo und herzlich willkommen zurück hier zum, zum behobenen Rail Simulator. Ich werde euch kurz erzählen, was ich gemacht habe. Vorher fahren wir schon mal hier so ein bisschen in Richtung da, wo wir hin müssen. Also, ihr habt ja gesehen, es hat bei mir nur geruckelt und gestockert und gemacht. Das lag daran, dass ich irgendwann mal ein BOSD hatte, ein Blue Screen of Death. Und infolge... Oh, nicht Notbremsen. Nein, 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 nicht Notbremsen. Nein, 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 nein. So. Und infolgedessen waren zwei Dateien beschädigt. Und könnt ihr das rausfinden, wenn das bei euch auch der Fall sein sollte? Ganz einfach, ihr geht ins Team, geht auf das Spiel selber, also das, wo quasi in eurer Bibliothek liegt. Da geht ihr also rechtsklick auf das Spiel und dann könnt ihr da diverse Sachen überprüfen. Unter anderem könnt ihr da die Dateiintegrität überprüfen lassen. Oder die Spielintegrität, irgendwie so in die Richtung heißt das. Und das überprüft dann quasi, ob alle Dateien in Ordnung sind, ob das Spiel so, wie es ist, spielbar ist. Und ja, wenn dann irgendwie da ein Fehler ist, dann könnt ihr entsprechend, dann wird also Steam automatisch die defekten Dateien runterladen. Boah. Ich habe jetzt übrigens mal dieses Sound FX irgendwas eingestellt. Deswegen haben wir jetzt teilweise etwas andere Geräusche hier. Nicht erschrecken. So, hier sehen wir jetzt zweimal orange, zweimal gelb, einmal grün, normales Tempo und Halt erwarten. Wenn ich das richtig gelernt habe von euren zahlreichen Schilderungen.
Und ich war jetzt vorsichtig, weil es heißt immer so schön, dann versuch doch mal nicht pünktlich zu sein, sondern versuch einfach nur lebend anzukommen. Ja, okay. Werden wir machen. Jetzt habe ich dummerweise auch den Timer nicht richtig gestartet. Dann werde ich einfach jetzt mal so nach Gefühl nochmal diese Folge machen. Oh, da kommt ein anderer Zug angefahren. Da fährt ein Zug auf den Schienen. So, wir haben noch 200 Meter. Wir müssen den wahrscheinlich nur ausweichen. So, und da haben wir auch schon wieder freie Fahrt in die andere Richtung. Kurzer Aufenthalt. Ich glaube, man muss die Bremse gar nicht ziehen, wenn man den hier unten hat, oder? Und dann sollen wir Hamburg Hauptbahnhof halten und dann müssen wir irgendwie switchen und dann müssen wir den ganzen Zug ankoppeln und dann fahren wir damit los und das ist eine Riesenaktion hier. Immerhin! Pünktlichkeitsbonus. Jetzt weiter Richtung Hamburg Hauptbahnhof. Ich hoffe, ich muss hier jetzt nicht irgendwelche Weichen stellen. Oder andersrum. Ich hoffe, dass wenn ich Weichen stellen muss, wird mir das erklärt. Beziehungsweise gesagt in irgendeiner Form. Ja, was ich bei dem anderen Zug so schön fand, das werden wir jetzt hier auch mal testen. Wir gehen jetzt in die Diesel-Lok rein. Oh, da sieht man ja gar nichts. Jetzt gucke ich mal, wo ich hier schalten muss. Wo hier die Hebelchen sind. Also. Ah, hier ist er. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt das HUD ausblenden würde, dann könnte ich hier gucken und könnte fahren. Können wir mal testen. Das mal. Ah ja, das ist schon sehr gewöhnungsbedürftig. Aber erstmal die Scheibe sauber hier. So, wir müssen gleich wieder halten. Da muss ich mir auch irgendwie noch ein System einfallen lassen, wie ich mir so die Abstände mal merke. Ich könnte das auch offscreen ein bisschen testen, aber ich möchte natürlich, dass ihr quasi immer mit dabei seid, wenn hier irgendwas passiert. Übrigens, wenn ihr jetzt meint, Garda, das kann ja nicht sein, wir haben doch schon gesehen, dass du da irgendwie 23 Strecken gefahren hast oder so im Menü, ja. Das liegt daran, dass, wenn ich das abbreche aus irgendeinem Grunde, also Einstellung und Abbrechen oder es eine Fehlaufnahme habe, dann wird die natürlich mitgezählt, als hätte ich die Strecke gefahren. Ja, daran liegt das. Ich gehe mal auf die andere Seite, vielleicht sieht man da mehr. Aber hier habe ich natürlich keinen... Doch, hier habe ich das gleich normal. Wie kommt das denn? Das ist eine britische Lok, hä? Können wir in zwei Richtungen fahren. So. Wir wollen jetzt rechtzeitig halten. Nicht wieder durchfahren. Aber dass hier bergauf geht, würde ich sagen, und ein bisschen können wir noch. Also ich muss noch, also, ja, wenn wir die Züge wechseln oder die Lok wechseln, dann muss ich immer noch jeweils wieder ein Gefühl dafür bekommen. Das habe ich doch schon gemerkt hier. Das ist doch krass. Aber hier bei der Diesel-Lok ist es ja so, dass hier, ja, wir haben ja dann quasi hier so ein Umschalter, mit dem wir sowohl Gas geben als auch bremsen. Das ist nicht schlecht. Und ich vermute mal, dass wir gleich auf dieses andere Gleis hier müssen. So, deswegen einfach nur hinter die Weiche fahren müssen, die dann gestellt wird. Also jetzt hinter das Signal hier natürlich. Oder wir müssen wieder Zug vorbei, das kann auch sein. So, da haben wir auch schon grün bekommen. Ja, und wie das jetzt weitergeht, ich denke mal, jetzt passt es von der Zeit her, wie es jetzt weitergeht, das seht ihr im nächsten Teil. Wann der kommt, seht ihr wie immer im Sendeplan unter tv.gardroll.de. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Bis dahin macht's gut, danke fürs Zuschauen und tschüss.